Asynchronität und Parallelisierung in Business-Anwendungen. Ein Thema, das, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, und ich glaube, genau deswegen sind Sie auch hier, um einige Dinge aus der Praxis hoffentlich zu erfahren zu diesem Thema. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Roman Schacherl, ich komme aus Österreich, das hört man vielleicht aus manchen Vokabeln. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Software GmbH mit Sitz in Oberösterreich. Was wir machen, ist klassische individuelle Softwareentwicklung für unsere Kunden von der ersten Bleistiftskizze bis zum fertigen Produkt, wenn Sie so möchten, quer durch den Gemüsegarten der Branchen von Holzindustrie zu Erdöl, von Pharma zu Schule, von Motorsport zu Musik. Die einzige Überschrift, die wir uns sozusagen selbst auferlegt haben, ist, dass wir uns ausschließlich um Microsoft-Technologien kümmern. Das heißt, wir beschäftigen uns ungefähr zu 50% mit dem Webbereich, mit ASP.NET MVC hauptsächlich und zu ca. 50% mit der WPF. Und wann immer der Webteil eine Rolle spielt, dann ist auch Azure meistens nicht weit. Also Cloud Computing spielt für uns auch eine sehr große Rolle. Windows Store Apps ebenfalls seit Beginn, aber die größeren Blöcke sind sicher Web und Full Client. Und was wir da so in den letzten Jahren eigentlich immer stärker gefühlt und mitbekommen haben und was sich, glaube ich, auch deckt mit der Meinung ist, dass sich was geändert hat, dass die Welt ein bisschen asynchroner geworden ist, dass wir dank Touch und dank anderer Dinge, dank solcher Schlüsselwörter wie Async und Await und Task-Klassen und Task-Completion-Sources und dergleichen, auf einmal das Thema Asynchronität viel präsenter in unserem täglichen Entwicklerleben haben. Es reicht eben nicht mehr, wenn wir eine UI bauen, dass wir draufklicken auf den Button und dann für 5 Sekunden mal gekonnt einfrieren in unserem Interface. Ja, gerade bei Touch-Anwendungen die Sekunden von früher sind plötzlich Millisekunden geworden. Ja, wir können plötzlich nicht mehr einfrieren und den Benutzer vor einer toten App sozusagen stehen lassen. Es ist aber nicht nur diese Ebene der Asynchronität, die eine Rolle spielt aus meiner Sicht. Wenn man mit Entwicklern über Parallelisierung, über Asynchronität spricht, dann hat man oft das Gefühl, dass so das erste Bauchweg nicht mehr weit ist, weil irgendwie jeder sofort im Kopf irgendwelche Semaphore und Locking-Mechanismen und Multithreading und dergleichen hat. Und das ist üblicherweise nicht das liebste Hobby des Softwareentwicklers. Meines zumindest ist es nicht. Also ich möchte gleich vorausschicken, ich bin nicht der Multithreading-Guru. Ja? Aber ich glaube, dass Asynchronität heutzutage auf sehr vielen Ebenen eine Rolle spielt. Klar, auf der unteren Ebene, auf der PC-Ebene spielt es eine Rolle. Ja? Aber auch wenn wir größer denken, im Webbereich haben wir natürlich täglich mit parallelen Web-Requests zu tun und müssen uns überlegen, ob wir hier irgendwelche Dinge ändern müssen an unserem Arbeiten. Und wenn wir noch eine Stufe höher gehen, dann sind wir bei der Cloud. Und auch die Cloud bietet uns ganz, ganz viele Möglichkeiten zu parallelisieren. Da sind wir weit weg von Multithreading und von Locking-Statements, aber wir können auf einmal die Power der Cloud nutzen, auch als kleine Firma wie der unseren, um Parallelisierung im ganz großen Stil zu betreiben. Und genau das wäre so aus meiner Sicht die Überschrift für den heutigen Vortrag. Ich möchte Ihnen zu Beginn, weil es wichtig ist, kurz ein paar Dinge zu Async Await noch einmal wiederholen. Das ist explizit kein Async Await Einführungsvortrag. Da war Thomas Claudius Huber heute bereits am Werk. Da war gestern Rainer Stroppeck bei seinem Power Workshop schon sehr tief dabei. Das heißt, ich möchte jetzt einfach noch also paar Best Practice und Bad Practice Beispiele vielleicht herzeigen zu Async Await und dann vor allem viel Zeit darauf verwenden, Ihnen für verschiedenste Ebenen der Asynchronität und der Parallelisierung Beispiele zu nennen. Wir werden uns ansehen, was WPF und MVVM tun kann für uns bei Asynchronität. Wir werden uns ansehen, was im Webbereich eine Rolle spielt und wir werden auch in der Cloud einige Beispiele sehen, wie Parallelisierung in unseren Alltag einziehen kann. Und der Fokus soll dabei eher auf datenorientiert, auf Business-Anwendungen sein, auf die Probleme, die wir tagtäglich haben. Wir berechnen sehr selten Primzahlen und sehr selten Pi und doch sind das die klassischen Beispiele, wo Parallelisierung gezeigt wird und genau das wollte ich heute nicht machen. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele aus der Praxis zeigen, die zumindest bei uns unser tägliches Brot geworden sind. Async Await. Wer von Ihnen würde von sich sagen, er ist fit, was Async Await betrifft? Wer setzt das regelmäßig ein? Ja, das sind nicht ganz alle, würde ich sagen. Okay, vielleicht, weil wir gerade bei den Umfragen sind. Wer von Ihnen würde sich tendenziell so als WPF-Entwickler, Full-Client einschätzen? Mhm.
würde ich sagen, ungefähr ein Drittel wäre es Windows Forms. Ist, glaube ich, auch noch sehr viel hier. Das ist deutlich mehr. Ja, okay, wow. Und wer ist eher im Webbereich tätig? Okay, ungefähr gleich wie WPF, würde ich sagen. Mobiler Sektor, Apps. Ja, Microsoft und mobiler Sektor. Okay. Async Await. Ja, es waren nicht sehr viele Hände oben und das spiegelt mein Empfinden wider. Async Await ist für mich so ein klassisches Konferenzfeature. Kennen Sie Konferenzfeatures? Das sind diese Features, wo Sie in Vorträgen sitzen, irgendwas sehen und finden, es ist extrem cool und es wird Ihr Leben verändern und Sie schreiben seitenweise mit, weil das wird gleich morgen ausprobiert und sicher verwendet. Und Sie fühlen sich eigentlich recht wohl damit, bis Sie zu Hause anfangen zu tippen. Ja, und dann hat man sehr häufig bei Async Await irgendwie dieses Gefühl vor sich, ja, wo man auf einmal nur rote Zeilen in seinem Code findet und eigentlich drauf kommt, so ganz verstanden hat man es eigentlich doch noch nicht. Ja, und aus eigener Erfahrung, das ist so eine Lernkurve, finde ich. Also man hat immer wieder das Gefühl, jetzt hat man es verstanden, bis man es zum nächsten Mal probiert, dann arbeitet man sich wieder hoch, bis man glaubt, man hat es verstanden. Und da braucht man ein paar so Zyklen, bis man sich richtig wohl fühlt mit Async and Await. Und wie gesagt, ich möchte Ihnen einfach ein paar Beispiele zeigen, wie man Async Await verwenden sollte oder wie man es nicht verwenden sollte und warum nicht. Wechseln wir dazu gleich ins Visual Studio. Ich glaube, das ist das bessere Tool als PowerPoint. Ich habe eine kleine, feine WPF-Anwendung vorbereitet, habe mir sehr viel Mühe gegeben, gerade eben mit dem Design und einen Button fabriziert und möchte da jetzt ein paar Methoden in der asynchronen Schreibweise ausprobieren. Bauen wir irgend so ein kleines Feature, wo wir Daten ins Web schicken. Ja, so ein NSA-Feature, so Heimtelefonieren quasi irgendwie, was auch immer in unserer Anwendung gerade passiert. Nennen wir die Methode UploadData. Und ich möchte es jetzt gleich mal so bauen. Kann man es bis zur letzten Reihe sehen oder braucht man noch größere Schrift? Eine Entweder-Oder-Frage zu stellen ist ganz unglücklich für Publikum. Kann es irgendwer nicht sehen? Okay. Pädagogisch äußerst schlecht. Was ich bauen werde, ist so ein, stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt irgendein MVVM vielleicht dahinter und Sie möchten so eine Progress-Bar einblenden und ausblenden, immer dann, während dieser Ladevorgang ist. Also wir bauen uns so ein Property, isLoading. Und hier in der Zwischenzeit möchten wir eben diese Daten uploaden. Verwenden wir die Web-Client-Klasse, New Web-Client, Client. Und dann gibt es da eine Menge an Methoden zur Auswahl. Und das ist schon mal die erste Verwirrung, die man in dieser API vielleicht findet. Und vor allem, es gibt eine Upload-String-Async-Methode, die aber eigentlich genau gar nichts mit Async-Await zu tun hat an dieser Stelle. Also wir sehen auch in der IntelliSense kein Await-Table, es wird kein Task zurückgeliefert. Der Grund ist der, ich habe hier noch eine 4.0 WPF-Anwendung gebaut. Und in der haben wir Async Await noch nicht verfügbar. Also, erste Challenge, wenn ich Async Await verwenden möchte, ist oftmals die richtigen Projekteinstellungen definieren. Und ich gehe jetzt auf 4.5.1 und ab dem Zeitpunkt sollten wir ein paar Async-Methoden mehr zur Verfügung gestellt bekommen. Versuchen wir das nochmal. Jawohl. Und jetzt gibt es hier eine Methode, die heißt Upload Data Task Async im Vergleich zu Upload Data Async und das ist die gute. Das ist die, die mit Async Await funktioniert und die wir verwenden können für unseren Test. Und die braucht eine Adresse. www irgendwas und Daten. Greetings from Basta. Nehmen wir das so. Ich wollte eigentlich Upload String Task Async nehmen, dann hätten wir auch die richtigen Parameter. Jawohl, wunderbar. So, und damit sind wir fürs Erste fertig. Ich starte mal im Hintergrund einen Fiddler an, damit Sie auch sehen, was da passiert. Und unsere Anwendung. Wo ist der Fiddler? Hier ist er. Hier ist die Anwendung. Klick. Klick. Soweit hätte es schon noch funktionieren sollen. Schauen wir kurz. Upload Data wird aufgerufen, Client Upload String Task Async. Wir geben eine Adresse mit. Zweiter Versuch. Fiddler neu starten. Der hat ein komplett anderes Aussehen, seit ich ihn abgedatet habe. Jetzt funktioniert es. Okay. Also, wir sehen, wir haben da einen Web Request gerade abgesetzt. Der ist es. Wir haben also unsere
mit unserem Button-Klick einen Web-Request abgesetzt. Schaut fürs Erste gut aus. Und das ist das Gefährliche an Async Await, dass man ganz schnell Code produzieren kann, der eigentlich ganz gut aussieht, der sogar funktioniert, der kompiliert und am Ende trotzdem kein guter Code ist. Und ich zeige Ihnen, warum. Erstes Problem ist, wenn wir hier reinschauen auf die Upload-String-Task-Async-Methode, dann sehen wir unten, die wirft eine Menge an Exceptions. Zum Beispiel zwei Argument-Null-Exceptions, aber auch eine Web-Exception. Wenn man zum Beispiel die Adresse, wenn man sich bei der vertippt hätte oder wenn es die nicht gibt. Wenn ich jetzt hier einfach eine ungültige URL eingebe, there is nothing, und das Ganze nochmal anstarte, dann würden wir uns erwarten, dass wir also diese Exception bekommen, eine Web-Request-Exception. Der Request schlägt fehl, so weit so richtig, aber unsere Anwendung fühlt sich weiterhin komplett wohl. Ja, keine Exception, das heißt auch keine Möglichkeit, diese Exception abzufangen, den Benutzer in irgendeiner Form zu informieren darüber. Und das Problem daran ist, dass wir eine asynchrone Methode aufgerufen haben, aber quasi mit Fire and Forget aufgerufen haben. Wir haben uns nicht dafür interessiert, was das Ergebnis dieser Methode ist. Jetzt könnten Sie sagen, ja, es interessiert mich auch tatsächlich nicht. Ich brauche keinen Rückgabewert von dieser Methode. Ich möchte das nur wegschicken. Ja? Aber wenn Sie so schreiben wie ich gerade, dann haben Sie nicht einmal die Möglichkeit, zum Beispiel über Fehler benachrichtigt zu werden, weil Sie einfach den Call nach außen schicken, aber sich nicht dafür interessieren, was damit passiert. Lösung des Problems, ein paar haben schon gelächelt, gibt es Tipps? Ich habe nichts zu verschenken, es tut mir leid. Dann schreibe ich selbst, okay. Die Lösung ist, wir müssen diesen Call awaiten. Und damit wir await schreiben dürfen, müssen wir da oben async einfügen, damit diese Methode das erlaubt. Und alleine durch dieses await interessieren wir uns jetzt dafür, was da passiert. Und genau aufgrund dieses awaits werden wir auch eine Exception bekommen, so sie fällt in dieser Methode. Und ein weiteres Problem haben wir damit ausgemerzt, nämlich dieses isLoading auf true und false setzen, das war vorher komplett umsonst. Das würde auf true gehen und auf false gehen. Ja, unabhängig davon, ob wir die Daten abgeloadet haben, unabhängig davon, ob das eine Minute dauert oder sofort funktioniert. Ja. Erst jetzt, erst durch dieses await, warten wir asynchron, warten wir, bis diese Ergebnisse zurückkommen, ja, blockieren dabei aber nicht, und das ist ja das Clevere an Async Await, und sobald dann diese Task-Async-Methode komplettiert und fertig ist, dann gehen wir im Code weiter und setzen unsere Property auf False. Würde es fehlschlagen, würden wir eine Exception kriegen. Probieren wir das aus, F5. Einmal draufklicken. Boom, ja, Web-Exception. Genau das ist es, was wir bekommen wollten. Und das, was Sie mitnehmen sollten, ist, Async Void ist im Schnitt böse und eine asynchrone Methode aufzurufen ohne Await ist auch böse. Denken Sie ganz gut nach, wenn Sie solche Stellen in Ihrem Code finden, ob das wirklich das ist, was Sie möchten. Fire and Forget heißt, Sie kriegen nichts mit über die Exception, Sie kriegen nichts mit, wann diese Methode fertig ist. Das Problem haben wir jetzt eigentlich um eins nach oben delegiert. Wir haben hier eine Methode gebaut, async void upload data. Und wir geben jetzt quasi dem Aufrufer dieser Methode nicht die Möglichkeit, dass er auf unser Ergebnis wartet, dass er auf die Fertigstellung unserer Methode wartet. Ja? Und das Erste, was man da versuchen würde, ist, okay, dann schreibe ich halt await da davor. Geht nicht. Okay, geht nicht, weil ich hier ein async brauche. Verstanden. Geht noch immer nicht. Ja, das sind so die Effekte, die man hat beim Tippen. Und der Grund ist hier, the await operator can only be used within an async method. Consider making this method with the async method. Das ist eine falsche Meldung. Drückt man nochmal drauf, was er jetzt meint. Jetzt haben wir es. Die UploadData-Methode does not return a task and cannot be awaited. Das heißt, was tue ich bei await? Ich erwarte eigentlich keine Methode an dieser Stelle. Also ich kann diese Methode jetzt nicht awaiten. Das Einzige, was ich erwarte, ist ein Objekt der Klasse Task. Ja? Und damit ich await schreiben darf, muss also diese UploadData-Methode auch ein Task-Objekt zurückliefern. Das, was da im Hintergrund passiert, an Magic, dass ich jetzt trotzdem nicht return new task schreiben muss und dergleichen, ja? Das bekommen wir vom Compiler geschenkt, aber ohne Task-Schlüsselwort auch kein await möglich. Jetzt einmal F6, jetzt funktioniert es, jetzt ist er zufrieden und jetzt könnte ich diese Methode so verwenden, dass ich danach Code ausführen möchte, sobald er zurückkommt. Ja? Also noch einmal, Async Void schlecht, ja? Async Task meistens besser und zweitens
wenn die Methode awaitable ist, dann schreiben Sie auch einen Await davor. Ja, es macht auch Sinn, selbst wenn Sie das Ergebnis nicht interessiert. Aufmerksame Beobachter könnten jetzt sagen, okay, wir haben das Problem wieder einmal weitergeleitet. Einmal nach oben, irgendwann ist es nicht mehr unser Code hoffentlich. Der einzige Grund, warum eigentlich Async Void erlaubt ist, sind genau derartige Gründe, nämlich Event-Händler. Ja? Dass man zum Beispiel den Button-Click-Event-Händler, so wie er bisher definiert ist, verwenden kann mit Async Await. Und an der Stelle ist es dann auch irgendwann ein Ende erreicht, weil ja im Prinzip dieser Event-Händler nicht von uns aktiv aufgerufen wird, sondern eben aufgrund des Button-Klicks irgendwann vom Betriebssystem. Ja? Also das ist so eine der Ausnahmen, wo Async Void okay ist. Aber an allen selbstgeschriebenen Methoden passen Sie bitte gut auf. Auch ein wichtiger Punkt zu Async Await und wird oftmals verwechselt. Async Await verwaltet diese Asynchronität nur. Ja, wir bekommen damit nur eine einfachere, komfortablere Schreibweise, aber es werden nicht automatisch Tasks erzeugt, es werden keine Threads erzeugt automatisch durch Async Await, sondern erst gegebenenfalls durch so etwas wie task.run. Ja, da wird dann wirklich etwas in den Thread Pool eingequeued, aber an sich hat Async Await damit nichts zu tun mit New Thread beispielsweise. Ja? Ich habe in den Folien diese Beispiele drinnen, wo Sie das nochmal nachschauen können, Schritt für Schritt, warum ist Async Wait schlecht und wie funktioniert es richtig. Also das haben Sie gerade live gesehen. Ein weiteres so ein Bad Practice aus meiner Sicht. Erinnert mich ein bisschen an das Locking-Thema. Zum Zeitpunkt, wenn man so Multithreading oder wenn auch heute noch, wenn man Multithreaded programmiert, dann gibt es so Leute, die dann sehr stolz sind und sagen, jetzt habe ich mein Programm Multithreaded gebaut und ich habe vor allem sichergestellt, dass keine Bereiche, irgendwie kritische Bereiche gleichzeitig ablaufen. Und wenn man dann reinschaut, dann gibt es in Wirklichkeit oben ein Log-Statement und dann geht es einmal drüber über den ganzen Code und unten hört es wieder auf. Ja? Und so sieht man jetzt bei Async Await auch immer wieder den Fall, dass einer sagt, ich habe eine asynchrone Methode gebaut und das Einzige, was er getan hat, ist, irgendwas komplett Schlimmes einfach in einen anderen Thread ausgelagert haben. Und das Gefühl zu haben, ja, solange es nicht der UI-Thread macht, ist es ja gut und dann soll sich halt der andere Thread abstrampeln sozusagen. Ja? Manchmal geht es nicht besser. Ja, okay, aber sowas wie hier würden Sie nie schreiben. Sie würden nie eine Pause-Print-Methode so implementieren, dass Sie eine While-Schleife machen, die einfach ständig DateTimeNow abfragt, bis es endlich soweit ist, dass der Timer feuern kann. Würden Sie nie machen und trotzdem könnten Sie eine asynchrone Methode bauen, die so aussieht, die einen neuen Task anstartet, der genau diese synchrone Variante ausführt und alles sieht asynchron aus. Ja, es wird nichts blockieren. Sie können Async Await verwenden. Schaut gut aus, aber am Ende des Tages haben Sie eine limitierte Anzahl an Threads, die Sie so auf Ihrem Computer anstarten können. Ja, also gefährliche Sache und immer nachdenken, wenn ich etwas asynchron baue, dann sollte es ein bisschen intelligenter sein als hier. Zum Beispiel so. Ja, Task.delay gibt es in der Task-Klasse, mit der man genau solche Dinge implementieren könnte. Also verstecken Sie Ihre CPU-intensiven Teile des Codes nicht einfach in so einem Task.run und glauben Sie dann, Sie haben perfekten asynchronen Code gebaut. Letztes Thema auch noch aus der Praxis. Sehr häufig sind Dinge, die bisher schon in Richtung Asynchronität entwickelt waren im Framework, durch Events gelöst. Zum Beispiel das hier, das Anstarten eines Prozesses. Da kann ich mich benachrichtigen lassen über so ein Exited-Event, wann der Prozess durchgelaufen ist. Ja, wenn Sie irgendeinen Batch-Job vielleicht angeworfen haben, dann können Sie mit diesem Event darauf sich notifizieren lassen, wenn der Prozess durchgelaufen ist. Jetzt könnte sein, dass Sie so etwas eigentlich auch mit Async Await schreiben möchten und dafür gibt es eine tolle Möglichkeit, nämlich die Klasse Task Completion Source. Ja, Sie sehen ein Beispiel hier unten. Eine Task-Completion-Source hat ein Property namens Task und das gebe ich da am Ende zurück. Das heißt, eine Task-Completion-Source stellt mir einen Task zur Verfügung mit dem einzigen Unterschied, dass ich manuell irgendwann sagen muss, so, der Task ist jetzt fertig und er hat dieses Ergebnis. Das hat nichts mit Multithreading, das hat auch nichts mit einem Erstellen eines neuen Threads zu tun, sondern es ist einfach eine Hilfsklasse an der Stelle, die mir so einen Task erstellt,
den ich selbst verwalten kann, wie es um ihn steht. Und so könnte ich dann zum Beispiel diese bisherige Variante des Prozesses so implementieren, dass ich mich auf den Exited Event registriere und im Falle der Fertigstellung dann manuell aufrufe Task Completion Source Set Result. Und erst mit diesem Set Result geht der Task auf fertig, ja, und erst mit diesem Set Result wird es dann dazu führen, dass hier bei dem Code oben auch die Methode awaited wird und weitere Schritte im Code ausgeführt werden. Also Task Completion Source ist ein super Mechanismus, um Event-Based Patterns in Richtung Task-Based Patterns zu bringen in bestehenden Code. Soweit mal kurz ein paar Dinge zu Async Await. Ja, ich frage jetzt nicht, wie viele jetzt mehr von Async Await verstehen, weil im Wissen des Konferenzfeatures schätzt man sich oft auch falsch ein, bis man zum ersten Mal wieder in die Tasten gegriffen hat. Ich möchte Ihnen, wie angesprochen, jetzt ein paar Szenarien zeigen auf verschiedenen Ebenen der Asynchronität. Erstes Beispiel, eine WPF-Anwendung. Eine datenorientierte Anwendung, die aus einem SQL-Server Daten lädt und auf der Oberfläche anzeigt. Und die gibt es jetzt schon. Zeige ich Ihnen kurz her, was der aktuelle Status ist. Ich klicke jetzt auf Starten und Sie sollten mal merken, es dauert jetzt einige Zeit, bis diese Anwendung einmal startet. Jetzt ist sie hier, die Daten sind auch da. Und wenn ich zum Beispiel auf Refresh klicke, das Ding ist tot. Also ich versuche gerade, das zu verschieben. Solange Daten geladen werden, blockiert die UI und nichts geht mehr. Ja? Und das ist eigentlich doch ein sehr klassisches Sinnbild, wie im Moment unsere Anwendungen schneller mal aussehen. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie so eine Anwendung relativ einfach in die asynchrone Welt bringen können und Ihrem Benutzer einige Vorteile zur Verfügung stellen können. Schauen wir uns kurz an, was im Code so passiert. Wir haben hier zwei Projekte, ein Data-Projekt mit einem Data-Manager. Ich verwende das Entity-Framework dazu, um Personen abzuholen aus der AdventureWorks-Datenbank von Microsoft. Und wir haben eben eine WPF-Anwendung, die ein View-Model hat mit einigen Properties, also einer Liste von Personen, mit einem Refresh-Command und mit so einem IsLoading-Property und ansonsten dann nur mehr einen Konstruktor, der eben genau dieses Refresh-Command initialisiert. Sieht sehr ähnlich aus zu dem, was ich vorher live getippt habe. Ja, an der Stelle dann der Aufruf der Daten und das UI, glaube ich, brauche ich Ihnen nicht zeigen. Das ist recht simpel. Ja. Um die Geschichte jetzt asynchron zu machen, da haben wir ein anderes Problem als bei Primzahlen. Ja, an der Stelle ist die Datenbank unser Bottleneck letztendlich. Also dieser Call zur Datenbank, das ist der uns wehtut und der blockiert letztendlich. Ja? Und das Schöne ist, dass wir sehr häufig die Asynchronität nicht selbst entwickeln müssen, sondern nur auf aktualisiertere Frameworks setzen müssen, die uns sehr viel Arbeit schon abnehmen. Und das Entity Framework ab der Version 6.0 bringt enorm viele Features mit für Asynchronität. Und das zeige ich Ihnen. Erster Schritt, ich update hier auf Entity Framework 6.0, ein NuGet Package. Install. Okay. Wunderbar. Und ab diesem Moment, wo Sie auf Entity Framework 6.0 setzen und Sie den Namespace System, ich bräuchte wieder meine deutsche Tastatur, nicht die schwedische, vielen Dank. System Data Entity als Namespace einbinden, dann haben Sie eine neue oder mehrere neue Methoden zur Verfügung. Ich kopiere das mal. Nämlich zum Beispiel ToList Async. Ja? Genauso wie First Async oder Sum Async oder For Each Async. Sie haben ganz viele Methoden bekommen, die asynchron funktionieren im Entity Framework. Das heißt, ich ändere jetzt eigentlich nicht recht viel mehr als diese ToList auf eine ToList Async Methode. Und das hat jetzt wieder einige Konsequenzen natürlich in meinem Code. Ich sollte die awaiten. Damit ich die awaiten kann, muss ich hier Async hinschreiben. Und damit ich Async schreiben kann, brauche ich entweder Void, Task oder Task of T. In dem Falle also Task of T, Task of List Person. Ja, jetzt ist er wieder zufrieden
und vergleichen Sie diese beiden Code-Teile, die sehen nun mal sehr ähnlich aus. Ja, das ist kein großer Aufwand, da gibt es keine großen Ausreden, sofern ich auf das Entity-Framework ab der Version 6 setzen kann, aufgrund der Systemvoraussetzungen beim Kunden vielleicht, ist das eine sehr einfache Variante. Schauen wir, was es uns bringt. Rufen wir in unserem View-Model an der Stelle getPeopleAsync auf, awaiten wir das Ganze und Sie sehen auch bei Delegates, auch bei Lambda-Expressions können Sie Async einfach als Schlüsselwort davor einfügen. F5. Und die Anwendung ist jetzt schon mal viel schneller da, ohne die Daten noch geladen zu haben und irgendwann werden dann die Daten nachkommen, jetzt sind sie hier. Das ist die Asynchronität. Ja? Während des Startvorgangs, ich zeige es nochmal her, kann ich jederzeit das Fenster verschieben. Hier sind wir voll reaktiv, irgendwann kommen die Daten vom SQL-Server und sie werden eingefügt. Ja? Nur weil wir aus dem Entity-Framework eine andere Methode gewählt haben, ohne auch nur eine Zeile selbst an Asynchronität denken zu müssen. Problem an dieser Stelle, auf das ich hinweisen möchte, ist, wir haben hier ein I-Command verwendet, der WPF. Und I-Command, schauen wir da kurz zur Definition, hat ja ein recht übersichtliches Interface mit einer Methode execute, void execute de facto. Und das heißt, zu einem Command gebe ich eine Action mit, die keinen Rückgabewert hat, ja, void eine Action. Das Problem ist an der Stelle jetzt das, dass wir eigentlich wieder dasselbe Problem haben, das ich vorher gezeigt habe, dass wir eigentlich eine asynchrone Methode haben, die void, eine async-void-Methode letztendlich, die wir hier im Kommando aufrufen und das könnte wieder zu einigen Problemen führen. Oder anders gesagt, ich könnte jetzt hier nicht dieses execute, das wir hier stehen haben, könnte ich nicht awaiten. Ich könnte jetzt nicht darauf warten, dass dieses Kommando gearbeitet wurde und dann in einen anderen Schritt einleiten. Um das zu tun, gibt es in MVVM-Frameworks Ihrer Wahl oder auch im Internet genügend Ressourcen, wo Sie fertige Klassen finden, die so etwas erledigen, nämlich sogenannte zum Beispiel Async-Delegate-Commands. Ja, ich kopiere das mal rein und zeige es Ihnen. Das macht nicht sehr viel Magic, außer uns eben eine eigene Methode anzubieten, execute-async, und die ist so implementiert, wie wir uns das vorstellen, nämlich mit async-task und nicht mit async-void. Und damit haben wir wieder die Möglichkeit, so ein Command auch zu awaiten. Also wenn Sie mit Commands arbeiten und mit Asynchronität, suchen Sie nach async-delegate-Commands, das sollte Ihr Leben vereinfachen. Und ich tausche das bei mir jetzt mal aus, async-delegate-Command statt dem bisherigen delegate-Command. Hat ein bisschen eine andere Schnittstelle. Probieren wir nochmal F5. So, wunderbar. Und jetzt funktioniert zum Beispiel auch der Refresh-Button. Ja, der Zusammenhang ist mir persönlich nicht ganz klar, aber es funktioniert sehr zuverlässig, dass erst aufgrund dieses Async-Delegate-Commands auch sich die WPF wieder wohlfühlt, was das Can-Execute betrifft. Okay, also erster Schritt ist erledigt. Wir haben Asynchronität geschafft. Problem ist, also es ist zwar ganz nett, dass ich das Fenster hin und her schieben kann, während der Ladevorgang passiert, aber de facto der Mehrwert ist trotzdem recht überschaubar. Ja? Richtig sinnvoll wird das Ganze eigentlich erst dann, wenn ich es auch wieder abbrechen könnte. Wenn ich Long-Running Operations, die da im Hintergrund gerade aktiv sind, jederzeit mit einem Klick auf Cancel abbrechen kann und sofort wieder dort weitermachen, wo ich eigentlich weitermachen wollte. Und das möchte ich Ihnen auch noch zeigen, weil auch das ist sehr, sehr viel einfacher, als man vielleicht denken würde. Ein paar Vorbereitungsmaßnahmen. Ich werde jetzt aufs erste Mal die GUI ein bisschen anpassen, weil wir da einen Cancel-Button brauchen. Und auch da habe ich schon was vorgekocht sozusagen. Das kopieren wir hier rein. Ein kleines Grid, das dann letztendlich einen Button beinhaltet und eine Progress-Bar und das mit einem Data-Trigger ein- und ausgeblendet wird, je nachdem, wie dieses IsLoading-Property gerade gesetzt ist. Okay? Wir brauchen noch eine zweite Zeile und wir müssen da unten eine Grid-Row ändern. Damit ist das UI mal fürs Erste fertig. Wir haben einen Cancel-Button, der auf so ein Cancel-Command gebunden ist. Das heißt, wir brauchen auch ein Cancel-Command.
prop I command cancel command. Und wir wollen jetzt das Ding abbrechen und wir wollen es eigentlich so weit abbrechen, dass wir es bis zur Datenbank durchreichen können. Dass wir, wenn wir auf cancel klicken, auch die Datenbank aufhört zu arbeiten, zumindest für dieses eine Statement. Und auch dafür gibt uns das Entity Framework 6 einige Möglichkeiten vor. Wechseln wir zur Data Manager Methode und schauen wir mal, was für Überladungsfälle Toolist Async noch anbietet. Und da gibt es einen, der ein sogenanntes Cancellation Token erwartet als Parameter. Ein Cancellation Token ist ein Struct und dieser Token, jeder, der diesen Token besitzt, sozusagen, kann entscheiden darüber, ob das Ding abgebrochen werden soll oder nicht. Und dieser Toolist Async Methode können wir diesen Cancellation Token mitgeben und die wird an geeigneter Stelle versuchen, immer wieder diesen Cancellation Token abzufragen und gegebenenfalls die Abfrage auch abzubrechen. Also erster Schritt, wir geben hier einen Cancellation Token mit an unsere Entity Framework Methode und wir geben den Cancellation Token auch von außen an die Methode hinein. Cancellation Token, Cancellation Token. Jetzt ist die Frage, woher bekommen wir den? Am besten durch eine Cancellation Token Source. Ja, machen wir hier eine private Datenkomponente, Cancellation Token Source, CTS. Und die erstellen wir immer dann, wenn wir so eine Abfrage anstarten. Also bei isLoading true sagen wir anschließend CTS is new Cancellation Token Source und an unsere Methode geben wir mit Cancellation Token Source.token. Ja, die bekommen wir direkt aus dieser Source heraus. Und wenn wir da unseren Cancel-Button drücken, Cancel Command, dann sorgen wir dafür, dass dieser Cancellation Token tatsächlich auch gecancelt wird. Diese Cancellation Token Source hat eine Methode namens Cancel und damit wird dann der Cancellation Token auf isCancelled gesetzt. Soweit so einfach. Idealerweise prüfen wir das vorher noch, ob das Ding eh nicht null ist. Und nur in diesem Falle brechen wir ab. Ja, also Schritt Nummer 1, Cancellation Token an die Entity Framework Toolist Methode übergeben. Schritt 2, so eine Cancellation Token Source erzeugen und an geeigneter Stelle die Methode Cancel aufrufen. Schauen wir mal, ob das schon funktioniert. F5. Wir haben hier einen Cancel-Button, ich klicke drauf und er bricht ab, wunderbar, mit einer Exception. Aber das ist besser, als es aussieht auf den ersten Moment, weil wenn wir hier auf die Entity-Command-Exception gehen und uns die Inner-Exception ansehen, dann merken wir bekommen hier eine Exception, dass eine Aufgabe abgebrochen wurde. Und das ist gut so, wir werden darüber benachrichtigt. Es ist ja bis zu einem gewissen Grad auch eine Ausnahme, dass hier abgebrochen wurde und wir können uns jetzt selbst darum kümmern, wie wir damit umgehen möchten. Das heißt, was wir jetzt noch zu tun hätten, ist, ein bisschen Exception Handling zu betreiben und zum Beispiel an der Stelle zu sagen, wir machen ein Try-Catch rund um diese Methode und wenn es eine Entity Command Execution Exception ist, dann können wir nachschauen, ob da die Inner Exception ungleich null ist, beziehungsweise wenn sie da ist, ob sie dann vom Typ Task Cancelled Exception ist. Das ist also genau die wir gerade bekommen haben. Und in diesem Falle liefern wir zum Beispiel eine leere Liste zurück. Dann sagen wir, okay, der hat abgebrochen, ist uns recht, er kriegt eine leere Liste. Alle anderen Exceptions werfen wir wieder in die Luft und werfen wir nach oben. Noch einmal F5. Cancel. Abgebrochen. Nochmal Cancel, abgebrochen. Refresh lassen wir einmal durchlaufen, um auch den positiven Fall zu testen. Fertig. Ja? Mit wenigen Zeilen Code, mit wirklich wenig Aufwand aus meiner Sicht, können Sie eine blockierende, lahme WPF-Anwendung in eine Anwendung transformieren, die nicht nur asynchron funktioniert und nicht mehr einfriert, sondern die Ihrem Benutzer auch die Möglichkeit gibt, solche Requests abzubrechen. Und Sie können sich mit einem SQL-Server-Profiler noch darauf verbinden und sehen, dass tatsächlich auch der SQL-Server an dieser Stelle benachrichtigt wird und abbricht mit seiner Abfrage. Ja? Cooles Feature, denke ich, man muss es nur nützen, ja? Und finden im Framework.
Also, Entity Framework 6 verwenden, wenn immer es möglich ist, und diese asynchronen Methoden ausprobieren, testen, schauen Sie, ob Sie nicht damit einen Vorteil in Ihrer Anwendung zusammenbringen, und sehen Sie sich Cancellation Token an, wenn Sie es nicht kennen. Gehen wir auf das nächste Szenario. Wir haben einige Webentwickler hier herinnen, und auf den ersten Blick ist Webentwicklung ja mal, hat sehr viel mit parallelen Requests zu tun, stimmt schon. Aber wo macht Async Await im Webbereich wirklich Sinn? So wie wir es hier eingesetzt haben, ging es um eine reaktive UI, ja, dass dieses Fenster nicht einfriert zum Beispiel. Im Web, wo macht hier serverseitig Async Await Sinn? Ja? Und da gibt es ein Beispiel, das nicht immer zutreffend ist, aber das Sie überlegen sollten, zumindest dann, wenn Sie sehr lange laufende Operationen auch am Server haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen IIS und der bekommt einen Request. Ja, was passiert dann im Hintergrund? Irgendein Thread kümmert sich genau um diesen einen Request. Ja, und er wird dann irgendwelche Daten aus der Datenbank laden oder vielleicht auch ein anderes Webservice konsumieren, wie auch immer. Er kümmert sich darum, dass alle Daten da sind und stellt es dann per View dar. Das Problem ist, dieser eine Thread kümmert sich exklusiv um Ihren Request. Und wenn jetzt zum Beispiel der Webservice-Call, der von ihm instanziert wird, ein paar Sekunden dauert, dann ist dieser eine Thread trotzdem exklusiv für den einen Request zuständig. Und das heißt, der ist einfach verloren, der ist vergeben, er kann sich nicht um andere Dinge kümmern. Das ist jetzt kein Problem, wenn Ihre Aufgaben serverseitig irgendwo im Millisekundenbereich sind. Dann wird der Overhead, den Sie durch Asynchronität verlieren oder den Sie dazu bekommen, sicher nicht es wert sein, dass Sie da auf Asynchronität setzen. Aber wenn Sie zum Beispiel einen Webservice serverseitig konsumieren, dann macht es sehr wohl einen Unterschied, weil ein IIS zum Beispiel standardmäßig 5000 Threads gleichzeitig verwalten kann. Ja, bei 5000 ist Schluss. Wenn dann der 5001. Request kommt, dann wird der einfach hinten angequeued. Ja? Und jetzt wäre es schade, wenn da 5000 Threads serverseitig einfach nur warten drauf, dass irgendein fremdes Webservice irgendwann reagiert. Die könnten viel bessere Arbeit tun. Und genau das haben wir mit ASP.NET MVC 4 bekommen. Und auch dazu möchte ich Ihnen ein kurzes Beispiel zeigen. Starten wir auch eine vorbereitete Anwendung an. Eine MVC-Anwendung mit einem kleinen Controller und mit im Wesentlichen genau unserer Data Manager-Klasse, die wir gerade gemeinsam gebaut haben. Und das wäre so die klassische Variante, wie man es bisher entwickeln würde und wie der Thread tatsächlich explizit für diesen einen Request zuständig ist. Kopieren wir uns die Methode, kopieren wir uns die Action, nennen wir sie Async und verwenden wir da jetzt die GetPeopleAsync-Methode von vorhin. Da brauchen wir ein Await und da brauchen wir ein Async. Und nachdem Async entweder Void, Task oder Task of T returnieren kann, brauchen wir ein Task of Action Result. Ja, alles das ist möglich jetzt in MVC. Das heißt, Sie können asynchrone Methoden verwenden. Erstes Plus und zweites Plus, das macht tatsächlich auch unter den genannten Umständen Sinn, weil der Thread genau an dieser Stelle wieder zur Verfügung steht, um andere Aufgaben zu erledigen, um andere Requests anzunehmen, bis dann irgendwann zum Beispiel dieser entfernte Webservice-Call retourniert, dann kümmert sich wieder der nächstfreie Thread um die Antwort. Versuchen wir das kurz. Einmal F5. / home / async. Der Benutzer bekommt von dem allen nichts mit. Ja? Da ist keine Asynchronität im Spiel im Sinne von, da kommt einmal ein Browser, ein weißes Fenster und irgendwann kommen Daten nachgeliefert. Jetzt kommen es. Ja, also nicht verwechseln mit Ajax oder dergleichen, aber serverseitig sparen Sie Ressourcen. Reines Skalierungsthema, keine Auswirkung, keine optische jetzt für den Benutzer. Eine Möglichkeit gibt es schon, wo es eine Auswirkung gibt, weil auch in Webanwendungen können Sie den Cancellation Token verwenden und den bekommen Sie in MVC unter gewissen Umständen einfach übergeben.
nämlich indem sie ein zusätzliches Attribut drüber schreiben, namens Async Timeout. Sie können also definieren, dass eine gewisse Action in MVC nur eine gewisse Zeitspanne maximal dauern darf. Und wenn es länger dauert, dann soll dieses Cancellation-Token geworfen werden und gecancelt werden. Ja? Wunderbare Möglichkeit, um auch zu lange Wartezeiten sozusagen zu verhindern. Sie können sagen, die Anfrage darf maximal 5 Sekunden dauern. Dann ist es mir lieber, er schickt ein Timeout, als er würde jetzt 40 Sekunden meinen Server noch beanspruchen und dann möglicherweise trotzdem kein Ergebnis liefern. Wenn ich hier zum Beispiel mitgebe, Async Timeout 1000 Millisekunden, dann würde jetzt nach einer Sekunde genau diese Abfrage abgebrochen werden. Noch einmal F5. Home Async, ohne der Raute. Aber es funktioniert auch so. Sie sehen, Timeout für den Vorgang wurde überschritten. Ja, jetzt bekommen Sie ein Timeout-Retour nach einer Sekunde und intern ist es alles über dieses Cancellation-Token gehandhabt worden, das Sie bereits vorher aus dem WPF-Beispiel gekannt haben. Ja? Heißt, auch die Datenbank hat ihre Arbeit eingestellt. Denken Sie an die Konsequenzen, was das für Skalierbarkeit bedeuten kann. Ein weiteres kleines Thema aus dem Webbereich ist dann eher auf User-Seite zu finden. Wir haben viel zu tun mit Ajax-Requests. Ja, natürlich, das Web ist nicht mehr so wie vor 10 Jahren. Wir haben sehr viele dynamische Daten, die wir nachladen per JavaScript und dergleichen. Und da gibt es ein kleines Detail im ASP.NET-Framework, das sehr einen großen Unterschied ausmacht. Und das möchte ich Ihnen zeigen, weil es ist wirklich wichtig, um Performance und Parallelisierung wirklich ausnutzen zu können. Ein kleines Beispiel, das so Aktienkurse simuliert. Ich starte es einfach mal an, dann sehen Sie, was es macht. Und parallel dazu werde ich auch wieder einen Fiddler mir ins Boot holen und möglichst auf diese eine Website einschränken. So, die Aktienkurse sind reine Random-Zahlen natürlich. Es sind auch reine Random-Firmen. Ich klicke hier auf Refresh und jetzt werden asynchron diese einzelnen Daten nachgeladen. Ja? Und Sie sehen, das geht eigentlich recht schleppend. Einer nach dem anderen wird hier abgefragt, obwohl es laut JavaScript eigentlich viel, viel schneller gehen könnte. Wir könnten viel, viel mehr Requests parallel wegschicken. Wenn Sie sich im Fiddler das Ganze ansehen, was da passiert, ich markiere die mal alle und wir schauen uns die Timeline an, dann sehen Sie, die sind wirklich einer nach dem anderen ausgeführt worden. Das heißt, es dauert durchaus 15, 16 Sekunden im Schnitt. Schauen wir mal, ja, da sind wir bei 10 Sekunden. Die längsten dauern 15 Sekunden, bis sie abgearbeitet werden. Obwohl das jetzt keine große Arbeit eigentlich wäre. Der Grund dafür ist, er führt wirklich nur einen Call nach dem anderen aus. Ja? Er führt keinen Call parallel aus. Und der Grund liegt darin, dass standardmäßig in ASP.NET immer dann, wenn Sie eine Session verwenden, Actions nicht mehr parallel ausgeführt werden. Ja, weil der Zugriff auf die Session nicht thread-safe ist und die Gefahr dann besteht, dass zwei parallele Requests auf Ihre Session zugreifen möchten. Und genau deswegen ist es das Standardverhalten und führt dazu, dass es oft sehr, sehr langsam wird, wenn Sie viele Requests gleichzeitig schicken. Ich zeige Ihnen, wie wenig Aufwand es ist, um das zu verbessern. Hier ist nämlich meine Methode. Hier ist diese Update-Stock-Methode, die für eine gewisse Aktie mit wunderbar aufwendiger Berechnung den letzten Wert zurückliefert. Und es gibt ein Attribut, das nennt sich Session-State. Und bei dem kann ich angeben, wie ist das Session-State-Behavior. Und ich kann damit sagen, für diesen Kontext möchte ich zum Beispiel den Session-State disablen oder zumindest nur auf Read-Only stellen. Also ich darf nur lesend auf die Session zugreifen, aber nicht schreibend in diesem Fall. Und auf das kann man dann doch oft verzichten. Ja, dass man sagt, es reicht einem, wenn man bei diesen Methoden nur lesend auf die Session kommt. Wenn ich das auf Read-Only stelle und einmal kompiliere, dann sehen wir, dieses Attribut darf ich leider nur über die Klasse schreiben, also nicht über einzelne Methoden. Und das tut sehr weh, weil ich damit oft einen eigenen Controller bauen muss, nur für diese eine Methode. Ich habe das hier schon vorbereitet. Das würde ich mir wünschen, dass ich das wirklich auf Action-Ebene oft einstellen könnte. Aber dem ist nicht so. Sie müssen dieses Attribut tatsächlich auf Klassenebene, also in diesem Falle auf dem Controller, ausführen.
F5 schauen wir, was dieses Session-State-Attribut für Auswirkungen gebracht hat. Mein Fiddler ist schon wieder weg. Dieser Prozess. Klicken wir noch einmal auf Refresh und sehen Sie diesen Performance-Unterschied, der ist schon optisch erkennbar. Aber wenn Sie hier die Probe aufs Exempel machen möchten, dann sehen Sie, jetzt passieren sehr viele Requests parallel. Wobei sehr viele, es ist sehr browserspezifisch, wie viele Requests parallel stattfinden. Der Internet Explorer schickt 7 Requests parallel, mehr erlaubt er nicht, aber zumindest haben Sie den 7-fachen Performance-Vorteil im Vergleich zur alten Variante. Ja, und das ist ja doch auch schon mal ein Vorteil. Also dieses Attribut sollten Sie kennen, wenn Sie mit ASP.NET und mit AJAX in diesem Zusammenhang viel zu tun haben. Kommen wir noch eine Stufe höher. Gehen wir in die Cloud. Wo haben wir hier mit Asynchronität tagtäglich sozusagen zu tun? Folgendes Beispiel. Wir haben für einen Kunden die Aufgabe gehabt, eine Schnittstelle zu bauen, die Daten aus dem externen System sozusagen in unsere Cloud-Anwendung zu bringen. Und jetzt könnte man das auf die klassische Art und Weise lösen. Entweder die einen schreiben einen Webservice oder die anderen schreiben einen Webservice und das wird dann von der einen Seite jeweils aufgerufen und die Daten hingeschickt und verarbeitet. Ja. Das ist ein Pattern, das an sich ganz gut funktioniert, aber das gerade was die Parallelisierung betrifft, dann recht schwierig wird. Ja, weil was tun Sie dann? Bauen Sie dann 5 Webservices oder was tun Sie zum Beispiel, wenn eine Seite ausfällt? Wer stellt sicher, dass so Try-Retry-Logiken implementiert sind? Schicken Sie das dann nochmal nach einiger Zeit? Wer stellt überhaupt sicher, dass alle Daten korrekt verarbeitet worden sind? Und gerade was diese Art der Abarbeitung betrifft, stellt uns Windows Azure einiges bereit, um das Leben viel, viel einfacher zu machen. Zum Beispiel mit einer Queue, mit einer Windows Azure Service Bus Queue, die wir nutzen könnten, um dort Messages abzuladen, also Aufträge für den Datenimport in diesem Fall. Ja, also rufen Sie keinen Webservice mehr auf mit den neuen Daten, sondern schieben Sie diese Daten in so eine Queue und bauen Sie auf der anderen Seite einen Worker, der diese Queue abarbeitet und die Daten importiert. Ja, und die Vorteile, die man dann hat, sind geschenkte Features wie ein Try-Retry-Automatik und Skalierbarkeit bis zum Automatismus. Und das möchte ich Ihnen kurz an einer Live-Demo zeigen, wie einfach das ist. Wir fangen jetzt wirklich mit einer leeren Anwendung an. Ja? Komplett leeres Projekt, File New Project. Und wir bauen ein Cloud-Project, Windows Azure Cloud Service. Das nennen wir Buster Worker. Okay. Und Sie bekommen in so einem Azure Template dann viele verschiedene Vorlagen. Zum Beispiel eine Vorlage, die nennt sich Worker Role with Service Bus Queue. Ja, das klingt genau nach dem, was ich Ihnen zeigen möchte. Und das werde ich auswählen. Okay. Und was Sie jetzt bekommen, ist so ein bisschen vorgenerierter Code, der im Prinzip den Zugriff auf so eine Queue implementiert und der Ihnen dann einen Bereich im Code zuweist, wo Sie sich um die Abarbeitung Ihrer Message kümmern können. Das Ganze ist ein Worker, das heißt ein Worker kann deployed werden nach Windows Azure und läuft dort in einer virtuellen Umgebung, letztendlich wie ein Windows-Dienst, wenn Sie so möchten. Schauen wir da kurz rein, was hat er uns generiert? Wir sehen zum Beispiel einen Parameter, den Queue-Name, und den werde ich jetzt gleich mal setzen auf unsere Azure Queue, weil im Hintergrund, ich wechsle kurz auf mein Management-Portal von Windows Azure, sehen Sie hier unter Service Bus eine Warteschlange, wie es auf Deutsch heißt, namens Buster. Die habe ich vorher angelegt, ist eine Sache auf wenige Sekunden. Und Sie sehen, im Moment hat diese Warteschlange keine Elemente in sich, das heißt, es wird einmal nichts abgearbeitet im Moment. Und genau auf diese Warteschlange möchte man zugreifen. Damit wir das können, brauchen wir einen Connection String. Den werde ich kurz herauskopieren. Und in die entsprechenden Konfigurationsdateien einfügen. Einmal und auch zweimal fürs lokale Testen. Und ansonsten schauen wir im Code weiter. Finden wir dann irgendwann so eine Client-on-Message und hier process the message. Ja, hier
könnte Ihr Code stehen, der die Nachricht abarbeitet, der sich darum kümmert, dass Daten importiert werden. Versuchen wir das, sagen wir, Data ist gleich received message, die kriegen wir da oben als Parameter, Punkt get body, und da müssen wir oder können wir eine Klasse angeben, in die der Content sofort deserialisiert werden soll. Ja, und auch die Klasse kopieren wir uns rein. Eine recht übersichtliche Klasse, int id string label. Die möchten wir hier als Message empfangen. Okay. Breakpoint an dieser Stelle. Hier würde die Magic passieren. Ja, das erspare ich uns. Ich drücke mal F5 und lasse den Worker anstarten. Brauche dazu aber Administrationsrechte in meinem Visual Studio. Hätte mich ja gewundert, wenn ich das einmal schon im Vorhinein bedacht hätte. So. Master Worker, hier ist er. Noch einmal F5. Noch einmal F5. Ich finde keine Fehler. Was ist los? F6. F5. Operation is not valid due to the current state of the object. Welches Object? Wir beenden mal alle Webserver, die da so kreuchen und fleuchen. Und alle Visual Studios, die wir nicht mehr benötigen. Dritter Versuch. Ich weiß nicht, welches Objekt ihm nicht gefällt. It's not valid to the current state of the object. Gibt es irgendwelche Azure-Experten hier im Raum, die das, diese Meldung schon mal gehört haben? Probieren wir mal die Eclipse-Variante. Clean, rebuild all, clean, rebuild all, clean. F5. Yeah. So, nach dieser kurzen Schrecksekunde können wir uns an der, auf der anderen Seite gleich noch mit dem Server Explorer hinverbinden zu unserer Queue. Und können hier zum Beispiel Test-Messages senden. Ja. Message send, wunderbar. Und hier ist auch der Breakpoint, also so schnell geht das. Ja. Das Ding ist jetzt irgendwo nach Irland geflogen und unsere Worker-Role hat es wieder abgeholt und würde sich jetzt um die Abarbeitung kümmern. Ja. Das wäre so der Plan. Ich habe genau diese Worker-Role mit einem einzigen Unterschied, nämlich dass ich jedes Mal bei der Abarbeitung 5 Sekunden Thread-Sleep noch eingebaut habe, bereits deployed nach Windows Azure. Ja, das heißt, wenn wir hier in meinem Portal hingehen und auf die virtuellen, auf die Cloud-Dienste sehen, dann gibt es hier diesen Buster-Worker und im Moment ist hier genau ein Worker am Arbeiten, hoffentlich. Auch schon nach Hause gegangen. Auf Instanzen wollte ich klicken. Hier ist der Worker. Ja. Und der wird jetzt alle ungefähr alle fünf Sekunden eben diese Queue abarbeiten. Ja. Und das ist so der klassische Betrieb, wenn nichts los ist, dann kann der ganz gut dahin arbeiten. Der Vorteil, den ich jetzt habe durch die Cloud an dieser Stelle ist, wenn ich zum Beispiel am Wochenende einen kompletten Datensync machen möchte, ja, dann drehe ich den Schieberegler bei Konfigurieren einfach mal auf 10. Ja, und ich habe 10 Worker, die parallel diese Queue abarbeiten. Ja. Ich kann bei so einer Queue-Message den DQ-Count abfragen. Das heißt, ich kann einstellen, maximale Abarbeitungszeit für einen Message ist 1 Minute. Wenn es länger als 1 Minute dauert, dann fliegt die Message wieder zurück zur Queue und wartet darauf, dass der Nächste sie abholt. Ja? Das macht sie ewig im Zweifelsfall, außer ich frage meinen Workern ab und sage, okay, wenn ich schon 5-mal versucht habe und es hat trotzdem noch immer nicht funktioniert, dann verwerfe ich die Message. Dann logge ich das irgendwo hin und verwerfe die Message. Aber so eine Retry-Logik selbst zu implementieren, ist richtig viel Aufwand und das bekommen Sie in dieser Situation geschenkt. Und was Sie noch geschenkt bekommen, ist seit der letzten Build veröffentlicht. Wir haben die Möglichkeit,
automatisch zu skalieren. Also Sie können nicht nur selbst diesen Schieberegler bedienen, wann Sie das für sinnvoll erachten, sondern Sie können gewisse Metriken einstellen, nach denen diese Worker vermehrt werden sollen. Ja? Und eine dieser Metriken ist Warteschlangen. Also ich könnte hier sagen, ich möchte aufgrund einer Warteschlange, und zwar aufgrund der Warteschlange in unserem Software-Konto namens Basta, möchte ich meine Skalierung automatisieren. Und ich kann hier eingeben, wie viele Messages sollen pro Rechner ungefähr abgearbeitet werden. Ja? Also wenn ich hier einstelle, ab der 30. Message wird es eng für einen Worker, dann soll er mir einen zweiten hochfahren. Dann ist es genau diese Textbox, die ich ausfüllen muss. Mehr ist nicht zu tun. Was kann ich noch einstellen? Ich kann sagen, um wie viele Instanzen soll er gleich nach oben skalieren? Soll er gleich 5 hochfahren beispielsweise oder um eine wachsen? Wie lange soll er verbrauchen, bis er wieder dequeued, bis er wieder runterfährt mit der Last? Alles das können Sie einstellen. Und natürlich ist es auch möglich einzustellen, wie viele Instanzen maximal erlaubt sind. Ja, weil letztendlich sind Instanzen ja auch gleich Kosten. Und wenn man böse wäre, würde man meinen, dass Microsoft vielleicht eher optimistisch dann agiert und ein paar Instanzen mehr hochfährt. Das können Sie hier einstellen, wie viele Instanzen gleichzeitig maximal online sein sollen. Im Moment sind es 3. Ich speichere das jetzt mal. Und ich habe eine kleine Anwendung geschrieben, so einen Message Producer, die haben ja Messages generiert einfach, ja, damit wir ein bisschen Arbeit in unsere Queue bringen. Und dann werfe ich jetzt mal an und wir fügen 100 Messages hinzu. Sagen wir, jetzt haben wir ein bisschen mehr Last auf einmal, es kommen mehr Daten herbei, wir brauchen ein bisschen mehr Power. Und das wird Azure jetzt innerhalb der nächsten 30 Sekunden bis einer Minute wahrscheinlich dazu bringen, dass es sofort einen zweiten Worker hochfährt und es kümmert sich zwei darum um die Abarbeitung, bis wieder der Message, die Queue-Message-Anzahl so weit sinkt, dass wieder einer damit zurechtkommt. Schauen wir kurz rein, ob wir das schon beobachten können. Im Moment ist noch eine Instanz, also noch keine Notwendigkeit, aber jetzt sehen Sie schon, er arbeitet dran im Übergang, eine Instanz wird ausgeführt, eine befindet sich im Übergang. Aktualisieren wir noch einmal. Es wird nicht mehr sehr lange dauern, bis wir hier die zweite Instanz zu sehen bekommen. Ja, werfen wir nachher noch mal einen Blick drauf. So schnell wird das hoffentlich nicht wieder runterfahren. Ja, sehen Sie, was hier Asynchronität und Parallelisierung bringt auf einer ganz anderen Ebene, ja, wo wir nicht mit Multithreading-Themen zu tun haben, aber wenn wir unsere Architektur dementsprechend auslegen, dass wir von vornherein so ein Queue-Pattern anwenden und von vornherein viel geeigneteren Code produzieren, um Parallelisierung zu schaffen, gepaart mit einer Plattform wie Windows Azure, die uns dann automatisch Instanzen installiert und wieder deinstalliert. Wow, das ist die Power der Cloud, die wir als sehr kleine Firmen genauso nutzen können, wie natürlich die großen Unternehmen dieser Welt. Sie sehen, die zwei Worker sind aktiv, sie kümmern sich um die Abarbeitung jetzt, sobald der Message-Count wieder geringer wird, wird eine der beiden wieder verschwinden. Ja? Ist genauso im Einsatz und funktioniert wirklich, wirklich gut zu einem sehr attraktiven Preis gleichzeitig. Letztes Sample, auch wieder aus dem Thema Windows Azure, weil es so schön ist und weil es so schnell geht. Wenn Sie Anwendungen bauen, die können wunderbar optimiert sein, die können schnell sein. Wenn die Anwendung jetzt aber in Europa läuft, ja, sei das jetzt in Ihrem Rechenzentrum oder im Rechenzentrum von Microsoft in Irland oder in Amsterdam, dann wird es für einen Amerikaner trotzdem langsam sein, aus einem ganz anderen Grund, weil es einfach die Latenzzeit dazwischen ist. Ja. Und auch das bietet ja Azure an, dass Sie mehrere Rechenzentren gleichzeitig verwenden, dass Sie so parallelisieren, dass Sie nicht nur Ihre Daten parallelisieren, dass Sie auch Ihre Anwendungen parallelisieren, dass Sie mehrere Instanzen in verschiedenen Rechenzentren haben und damit verschiedene Dinge natürlich gewinnen. Einerseits den Ausfall eines ganzen Rechenzentrums, wenn es so wäre. Sie können Load Balancing betreiben natürlich und Sie können vor allem auch sicherstellen, dass jeder Zugriff, der passiert auf Ihre Website, sicher zum nächstgelegenen Data Center geht. Und das möchte ich Ihnen noch zeigen, wie Sie das einstellen können. Ich wechsle wieder ins Azure-Portal und ich habe hier schon
zwei Cloud-Services gestartet. Cloud-Dienste, nämlich einmal Buster North Europe, und das werden wir kurz mal anschauen. Das ist unter busternorth-europe.cloud.net verfügbar. Und dann habe ich ein zweites Mal deployed unter busternorth-us.cloud.net, glaube ich. Glaube ich nicht. Schauen wir. Buster West US war es. Kalifornien. Hier ist es. Ja? Also wir haben zweimal dieselbe Anwendung oder fast dieselbe Anwendung deployed. Einmal in Kalifornien und einmal in Irland. Ja? Und die zwei leben jetzt mal parallel an sich. Und durch ein Service, das sich Traffic Manager nennt in Windows Azure, kann ich jetzt relativ einfach hier noch eine Logik davor schalten, die sich eben darum kümmert, dass der Benutzer jeweils zur genau richtigen und nächstgelegenen Anwendung geroutet wird. Bauen wir so einen Traffic Manager. Mach meinen neuen Schnellerfassung Basta 2014. Und Sie sehen hier drei Möglichkeiten, die Sie einstellen können für den Traffic Manager. Leistung, Round-Robin oder Failover. Also Failover wäre zum Beispiel dieser Fall, dass Sie eine gewisse Reihenfolge festlegen, zuerst Irland, dann Amsterdam, und wenn Irland offline geht, dann soll er zu Amsterdam switchen, in dieser Reihenfolge. Leistung wäre eben genau das von mir angesprochene, er soll den nächstgelegenen Server nützen. Das möchten wir erstellen. Und jetzt gehen wir drauf und können hier Endpunkte hinzufügen. Das heißt, ich wähle einzelne Anwendungen aus, die ich unter Azure deployed habe, und sage, genau die alle sollen unter diesem Traffic Manager zusammengeführt werden. Die Buster North Europe und die Buster West US. Diese beiden Dienste sind die gleichen und sollen über den Traffic Manager verwaltet werden. Dauert jetzt ein paar Sekunden. Und in Kürze haben wir unter einer eigenen Adresse, nämlich unter basta2014.trafficmanager.net, die immer nächstgelegene Adresse oder die nächstgelegene Anwendung zur Verfügung. Schauen wir, ob das schon funktioniert. Jawohl. Ja, von hier aus ist Irland näher als Kalifornien, das kann man soweit bestätigen. Was man jetzt noch tun könnte, und ich zeige es Ihnen nicht mehr, weil es ein, zwei Minuten an Wartezeit ist, das ist nicht sehr spannend zum Zusehen, aber Sie können es gerne ausprobieren und Sie können es mir auch beruhigt glauben, ich habe es vor 4 Stunden noch einmal ausgetestet. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Irland abdrehen würden, ja, dann wäre natürlich das nächstgelegene Kalifornien. Ja, also das heißt, Sie können hier 4, 5 Services quer durch die Welt parallel verteilt installieren und er sucht sich immer das aktuell verfügbarste und nähergelegenste Service und routet sie genau dorthin. Ja, auch das ist Parallelität, auch das ist Performance-Gewinn, ja, durch Infrastruktur, durch Plattform in Windows Azure. Ich habe versucht, dieses asynchrone Thema, dieses Parallelisierungsthema ein bisschen wegzubekommen von den Primzahlen dieser Welt und Ihnen versucht zu zeigen, dass zumindest bei uns sehr, sehr regelmäßig Parallelisierung oder Asynchronität eine Rolle spielt, aber auf ganz unterschiedlichen Ebenen, und dass wir auch im Denken uns eigentlich daran gewöhnen müssen, dass Dinge parallel passieren, auch wenn es nicht mit Locking Statements ist und dergleichen. Wenn Sie, wie bei Windows Azure jetzt gesehen haben, Ihre Architektur daraufhin auslegen, dass Parallelisierung einfach möglich ist, dass Sie einfach auch mehrere Worker zum Beispiel loslassen können auf Ihre Daten und damit die Parallelisierung anstarten können. Wenn Sie im Webbereich wissen, welche Auswirkungen es hat, Async Await einzusetzen, wenn Sie bei Ihren WPF- und MVVM-Anwendungen oder sei es auch Windows Forms das Entity Framework beispielsweise nützen und hier wissen, welche Methoden das Entity Framework 6 tolle asynchrone Möglichkeiten bieten, ohne dass Sie allzu viel Aufwand haben, dann glaube ich, sind Sie einen sehr, sehr guten Schritt gegangen, um die Anwendungen sehr zukunftsfit zu machen und um diese asynchrone Welt von der untersten Ebene vom PC über den Webbereich bis hin zur Cloud vielleicht, je nachdem, was für Sie sinnvoll ist, zu nützen und auszunützen, vor allem die Vorteile, die hier auf der Straße liegen, sozusagen.
Ein Hinweis noch für alle diejenigen, die jetzt bei Azure große Augen bekommen haben und die gerne mit dieser Plattform experimentieren würden, die gerne Wissen von anderen Experten hören würden zum Thema Windows Azure. Es findet am 29. März diesen Jahres wieder ein Global Windows Azure Bootcamp statt. Das findet in der ganzen Welt am selben Tag statt, sind mittlerweile über 100 Standorte weltweit daran beteiligt. Natürlich auch Österreich, natürlich auch Deutschland. Scott Hanselman hat heute schon gesagt, gut Linz und Bad Homburg. Gut Linz, dort bin ich auch, das kann ich bestätigen, Bad Homburg ist aber sicher mindestens genauso gut. Ich darf Sie sehr herzlich einladen, diesen Event zu nutzen, er ist kostenlos. Unter diesen Adressen finden Sie die Registrierungsmöglichkeiten. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Ideen mitgeben auf den Weg, wie Sie Asynchronität in Ihr Leben bringen. Vielen herzlichen Dank für heute und noch einen schönen Tag auf der BASTA.